Im Hintergrund sehen wir gerade die Einbaumaßnahme der Asphalttragschicht. An dieser Stelle musste ein wenig nachgearbeitet werden. Dort ist nach dem Ausfräsen aufgefallen, dass wir also direkt auf dem Schotter waren. Dieser Bereich wurde dann etwas weiter ausgegraben, ausgenommen und wir haben jetzt, sind also gerade im Moment hier bei der Tragschicht. An anderer Stelle, sag ich mal, werden dort hinten also auch noch Schächte für die Schwelle vorbereitet. Ansonsten sind wir total im Plan im Moment und wir sind also auch guter Hoffnung, dass die Baumaßnahme pünktlich wie geplant abgeschlossen wird. Um 20.15 Uhr am Freitag soll die erste Maschine wieder landen und wir denken, es wird uns gelingen.